Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Projekt. Was ist kleines Projekt? Bei einem Projekt auf einem anderen Server und das Projekt heißt Vani und alle Teilnehmer und so weiter sind alles in der Beschreibung verlinkt. Und ich bin gerade das erste Mal auf dem Server gejoint und werde direkt eingeführt von, jetzt kann ich gerade den Namen nicht lesen, der Orca LP, aha. Und ich folge jetzt einfach mal. Die Welt ist anscheinend auch zerklüftet wie bei unserem Creep World Projekt, aber da ich im Moment einfach tierisch Lust nur auf Minecraft habe, habe ich mir gedacht, komm, und die eh noch Leute für ein Projekt gesucht haben, mache ich einfach mal mit. Okay, hier geht's also rein. Moment. Es ist sehr dunkel. Das ist ein einziges Problem, aber ich denke, das passt schon. Ups, ich hoffe, ihr seid gerade nicht gestorben an diesem Sound. Das war mein Mikrofon, was umgekippt ist. Ich muss das gerade anders stellen. Tut mir leid. Tut mir echt leid, Leute. Hoffentlich sterbt ihr gerade nicht, aber jetzt habe ich euch wenigstens für die Folge ein bisschen aufgeweckt. Hier hoch. Wie will ich denn da hoch? Hä? WTF? Wo? Rechtsklick, Spawn. Hä? Da bei den Minecarts. Ach so, hier sind Minecarts. Ach, die haben sich einen Aufzug gebaut. Ich dachte, da wäre ein Block über mir. Ja, ja, ein bisschen aber nachgeguckt ist hier schon. Ne? Wie steige ich aus? Links, Left, Shift. Okay. Thanks. Doppelpunkt E. Das ist sein Haus. Okay. Noch relativ klein. Ich muss gerade gucken, habe ich genug Platz für meine Hand. Ach so, nee, hier geht's weiter. Dann latsche ich einfach mal hoch. Huch, da war jemand in mir. Was haben wir denn hier drin? Die Entenchest. Holz und andere Baumatz. Cobble, Dirt und Gravel. Aha, Farmzeugs, Monsterzeugs. Schöne Sache. Enteninvasion. Hallo. Hallo. Doppelpunkt. Ah, das war Feststelltaste. Okay, hier das sind die Enten. Passend dazu bin ich ja der Creeper. Ich werde sie alle in die Luft springen. Ihr werdet sterben. Oh, das ist cool mit der Aussicht. Schau dich um. Okay, dann mache ich das mal. Hier geht's raus. Guck, wenn ich es schaffe. Ja. Die Chunks sind noch nicht geladen. Ich denke, dann wäre das Ganze noch cooler. Was haben wir hier? Hier kann man runterspringen. Geht das? Nein, ich probiere es lieber nicht. Die Porte mir zu schlagen, ich bin tot. Das lasse ich lieber. Hier ist noch eine Kiste. Was ist denn hier unten? Na, ich glaube, das ist eine Treppe nach unten oder sowas. Keine Ahnung. Und hier oben. Ah, hier oben. Das kenne ich schon. Und zwar hat man das in diesem Anwerbevideo gesehen. Och, jetzt haben die gerade Musik angemacht. Das tut mir leid, Leute, dass ich eure Musik runterstellen muss. Wo geht das denn? Hier, aber ich habe selber Hintergrundmusik laufen und das ist natürlich schade für euch jetzt, aber es ist, glaube ich, aufwendiger, die Hintergrundmusik zu deaktivieren. Das ist natürlich cool, wie die sich hier in den Berg gebaut haben. Und das haben wir auch noch vor, bei uns bei Creep World drinnen. Aber ich denke, so zwei Projekte gleichzeitig zu laufen, klingt zwar ein bisschen dämlich und verrückt, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ach, jetzt muss ich mal den Shader rauspacken. Ich finde das eigentlich ganz okay. Weil man macht ja in beiden was anderes und hier spiele ich dann eher was alleine. Bei den anderen Creep World spiele ich halt mit anderen Leuten zusammen. Wieso sehe ich da unten nichts? Wie weit habe ich denn die Chunks gestellt? Moment mal, Grafikeinstellung. 16. 24, so. Extreme, sollte passen. Okay. Bevor ich aber anfange zu bauen, brauche ich natürlich auch noch Holz und Rohstoffe. Aber ich denke, die werden mir Spitzhacken oder sowas für den Anfang mal geben. Kann ich mich denn hier direkt zubauen oder gibt es eine gegenüberliegende Seite einfach?
Wo ist der Spawn? Okay, ey, da ist eine fliegende Insel. Ich denke, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie so ein Megaprojekt zu machen. Ganz ehrlich, ich werde jetzt kein fettes Haus, glaube ich, irgendwo bauen, sondern eher so viel kleine Häuser. Ich finde das, glaube ich, ganz cool. Wo mache ich das denn? Wo darf ich? Darf ich hier drinnen? Habe ich hier drinnen die Möglichkeit, mich irgendwie weiterzubauen? Darf ich das? Würde ich gerne mal wissen. Töte dich. Ente Deluxe. Okay. Darf ich denn bauen? Wo geht's denn hier runter? Das ist, glaube ich, die bessere Frage. Ach nee, von hier kommen wir ja. Es ist mein Card. Nee, hoch gehe ich. Wo führt's denn hier lang? Ah, hier ist es auch schön. Ah, das ist auch cool gemacht. Ich weiß es nicht. Wohin soll ich mich denn bauen? Das ist die schwierigste Frage heute. Hier geht's auch noch hoch lang. In ein Haus. Ach, hier war ich ja schon. Verdammt. Okay, dann mache ich das fertig. Dann überlege ich mir jetzt. Und zwar, ich glaube, ich gehe nach ganz oben. Und baue mich eigentlich ganz oben auf den Gipfel hier so ein einfaches Haus hin. Ich frage einfach mal. Kann ich ganz oben auf dem Berg bauen? Fragezeichen. Das wäre natürlich cool. Au, ich habe schon wieder nicht auf die Zeit geachtet. Aber sollte schon passen mit der Zeit. Wir haben jetzt 11 nach. So. Das Baumfarm. Das Baumfarm? Das Baumfarm? Ach so. Da ist Baumfarm. Okay, komm mal dann. Zeig. Wo? Okay, dann laufe ich dem jetzt hinterher. Okay. Oh, die Baumfarm ist aber groß. Natürlich auch schlau mit der Baumfarm. Ja, mach du bitte die beiden Creeper und Skelett fertig. Ich habe eh nichts. Nur eine Blume und mit der kann ich mich leider nicht so ganz wehren. Wo würde ich denn bauen können? Da oben drauf wäre cool. Ich gehe da einfach mal hin. So, und ich kann bald nicht mehr rennen. So, ich gucke aber mal, wie weit komme ich. Da müsste ich mich rüber bauen. Darf ich auf der Insel... wo ist er denn? Hallo. Okay. Hast du denn eine Axt für mich? Das wäre ganz cool. So. Okay, ich folge den mal. Ich will den nicht verlieren. Und die Blume, ganz ehrlich, komm hier, die setze ich mal hin. Irgend so eine... brauche ich dir gar nicht vorzulesen. Cool, es tropft ja von den Wettern. Okay, Smiley. Ach, diese scheiß Feststelltaste. Nein, komm schon, Smiley, thanks. Ja, der Pokémon-Remix läuft natürlich wieder im Hintergrund. Was sonst? Hier ist irgendwie noch ein Bug, habe ich das Gefühl. Liegt wahrscheinlich einfach am Texturenpack. Kommt der Typ? Ich bleib hier einfach oben stehen. In der Zeit sorge ich mal dafür, dass mein Handy aufhört zu blinken.
Kontoaktion. Aber interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ups. Ja, und dann warten wir mal, bis er wiederkommt. Aha, da ist er ja. Das hat ja lange gedauert. So, du Ente, du. Wehe, du schmeißt mir deine Axt runter, dann töte ich dich. Bitte, bist du überhaupt die richtige Ente? Du bist Deluxe. Huch! Ne, Dero KLP, auf den warte ich, nicht auf die Ente. Ach, das wusste ich ja gar nicht. Ja, leg mal du ein Ei für mich. Komm bitte, leg ein Ei für mich, dann kann ich eine Farm machen. Way! Hurra! Hurra? Alter, wie viel Stein hat er für mich? Danke! Doppelpunkt D. Krasse Sache. Okay, jetzt kann ich mir selber machen. Und Samen bekomme ich auch noch. Alter, ich werde ja zugeschüttet. Hier wieder geben wir Samen. Okay, die sammeln das irgendwie alle gegenseitig wieder auf. Okay, jetzt kommt zurück. Oh, Fackeln, das ist sehr, sehr praktisch. Samen und Zuckerrohr, das ist auch cool. Ah, schau. Oh, jetzt komme ich in Ausrüstung. Das ist cool. Das ist echt cool. Danke, danke, danke. Thanks, Smiley. Ne, Doppelpunkt, ey, so. Wie kein Schwert, wie asozial. Die geben mir kein Schwert, was soll denn das? Ne, natürlich nur Scherz. Das sind sehr nette Typen, auf jeden Fall. Und das erste, was ich brauche, bevor ich mich rüberbaue, ich will ja da hinten, wie gesagt, bauen. Das... Alter, ich kann bestimmt auch richtig geil runter gucken. Oh, ist gewittert sogar. Gut, dass ich hier den Regen ausgestellt habe. Muhahaha. Ups. Ah ja, Erfahrung. Errungenschaft, nicht Erfahrung. Eine Errungenschaft. Dann fälle ich mir jetzt ein paar Bäumchen und pflanze natürlich direkt wieder an. Das gehört auch, glaube ich, auch zu einer Baumfarm dazu. Und auch nochmal vielen Dank an die Leute, dass ich bei diesem Projekt dabei sein darf. Ich finde das richtig cool. Und ich hoffe, das Projekt wird uns allen noch sehr viel Spaß bereiten. Und ich bin ja ein bisschen verspätet. Es hat ja auch schon begonnen. Und das erste Mal, als ich diesen Projektnamen gehört habe, Vani, musste ich an Varu denken. Aber das ist ja was komplett anderes. Und die Namensherleitung ist, denke ich, auch anders. Ich weiß es nicht, woher der Name Varu gekommen ist. Aber Vani hier steht halt für Vanilla. Und heißt halt, dass wir hier Minecraft Vanilla spielen. Das Einzige, was ich jetzt auch am Mods drin habe, ist... Wie? Ich habe diesen Mod nicht drin. Okay, ich habe gedacht, ich hätte Inventory Tweaks drin. Dann muss ich mir noch mal reinhauen, aber... Shader und sowas sind die Mods, die ich hier im Moment drin habe. So muss ich direkt neu anpflanzen, sonst kriege ich ja noch Ärger. Das will ich ja nicht. Und ich will auch nicht direkt Feinde haben, das wäre fies und kacke. Aha, so. Dahin. Ne, den Baum will ich gar nicht. Ich will nur vernünftige Bäume. Das heißt Eichen, das ist auf jeden Fall zu wenig für Eichen. Ich muss ja auch erstmal eine Brücke nach da bauen. Und ich denke, dann mache ich eine Hängebrücke hin. Okay, Spawn Protection. Da regt sich anscheinend jemand drüber auf. Wollt etwa griefen oder was? Hey. Okay. Ein Creeper. Huch, nee, ein Blitz. Hier ist ein Blitz eingeschlagen, Leute. Knapp an mir vorbei, da habe ich ja Glück gehabt. Aber ich bin eh ein Creeper, also ich habe keine Angst vor irgendetwas hier. Also wer jetzt fragt, warum ich ganz ein Creeper bin, ich bin ein Creeper. Mit richtig styligen Kopfhörern auf. Scheiße. Wow, fuck. Nein, ich habe noch ein Leben. Okay, wir machen Creeper Schaden. Also richtig Schaden, meine ich jetzt. Fuhuhu, das ist nicht so ganz so schön. So, das muss ich natürlich wieder zumachen. Habe aber natürlich nicht genug Erde. Und ich habe kack nochmal Hunger. Klar. Tee, habt ihr Essen? Habt ihr Essen? Das Essen wäre das Wichtigste jetzt gerade für mich.
Mit meinem halben Leben, Alter. Ich werde dir noch verrecken, ich sag's euch. Der braucht nur mich irgendwie jemand zu überraschen. So, jetzt sorge ich erstmal dafür, dass hier ich wieder alles zubaue. Damit hier ja niemand reinfällt. Huch. Das auch wieder weg. Und hier die Samen. Huch, ich habe gerade Schluck auf. Tut mir leid, Leute. Na, die würde ich hier gerne nachpflanzen, aber geht ja gerade nicht. Ja, komm schon. Ich habe nur noch ein halbes Leben und ein halbes... Alter, ich werde verhungern. Ich werde verhungern. Ich brauche unbedingt was zu essen. So was von unbedingt, Leute. Es tut mir leid, ich weiß es nicht, ob ich das darf. Aber ich muss mir was... bitte... Kann mir please jemand Essen geben, Komma... Ach, gibt er mir gerade was? Habe nur noch eins durch zwei Leben. So, hat er gerade über... Ehrlich. Super, Leute, super. Richtig, richtig krasse Aktion auf jeden Fall. Sehr nett von euch. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür, dass, also ich finde einfach, beste Aktion ever. Ich bitte um Essen, weil ich fast tot bin. Naja, jetzt habe ich wenigstens alles wieder voll. Mann, ey, jetzt habe ich meinen ersten Tod schon bekommen durch so einen Kack. Warte, ich frage mal, wie war die Regel zu PvP? So. Anderthalb gelesen. Ach so, ja klar, auf jeden Fall. So, hier geht's lang, das habe ich mittlerweile verstanden. Okay, es gibt keine Regel zu PvP. PvP, okay. Ey, geh da oben mal raus. Verdammt, es gibt doch keine Regel. Das ist echt kacke. So. Jetzt gibt's... Lol. Kein Plan. Ja. Komm schon. Hallo? Wie oft noch? Kann ich mal bald oben sein? Das ist doch nicht das von eben, oder? Und doch, anscheinend schon. Lol, ich habe ihn überholt. So, wo waren jetzt meine Sachen? Das Ganze ist ja ein bisschen ein Gewirr. Ich glaube, ich musste nicht hier lang. Doch, ich musste hier lang. Hier hoch. Kriege ich meine Sachen wieder? Ah, da, okay. Hey! Komm schon. Ah, da kommt's jetzt. Aha, die Fackeln waren da. Das habe ich geholt, das habe ich geholt, das habe ich geholt, das habe ich geholt. Oh, die sind direkt wieder so gut wie alle an demselben Ort, wo ich sie eben hatte. Das ist auch schön. Ah, Holz, perfekt. Die Schaufel war noch da, so. Oh, Wasserstandstufen, die waren aber noch nicht hier. So, das war nicht meine. Thanks, passt, Smiley. Warte, obwohl, komm mal, ich hatte noch zwei Stack Dias. So, mal gucken, ob es klappt. Also bestimmt klappt das. Ich meine, die Leute können mir super leicht verarschen. Das ist Standard hier. Nee, natürlich nicht. So, dann pflanze ich hier aber erstmal auch alles nach. Das mit dem Essen hat sich ja jetzt eh erledigt. Vielen Dank dafür. Ich habe eigentlich gehofft, meine Tode relativ klein zu behalten, aber ist jetzt auch völlig egal. Ach nee, ich hatte eigentlich noch Samen, stimmt ja. Ach, ist mir egal. Samen bekomme ich auch so, guck mal, ich haue ein bisschen Gras ab und dann direkt habe ich Glück mit Samen und habe das ganze Inventar davon voll, natürlich. So.
Was ich auch noch sagen wollte, in Zukunft wird das Ganze auch noch ein bisschen so aussehen, dass ich vielleicht ein, zwei Speed-Folgen noch mache. Das heißt, dass ich in doppelter Geschwindigkeit was mache, dann nur mit Hintergrundmusik oder im Nachhinein noch was nachsynchronisiere. Ich hatte noch viel mehr Holz. Ich hatte noch viel mehr Eichen, oder? Nee, das habe ich direkt zum anderen Holz gemacht. Auf jeden Fall wird es so sein, dass ich ein bisschen mehr Speed-Folgen so machen werde, wo ich dann nur was abbaue oder nur so was Kleines baue, weil es hier irgendwie, weil ich es einfach mal austesten wollte, auch so wie es rüberkommt und so weiter. Und ich natürlich jetzt auch ein bisschen hinterher bin, wenn ich sehe, was die alles geschafft haben. Und auch die Leute von den anderen Kanälen, die hier gerade zuschauen, also weil ich denke, das werden die tun. Ich werde auch bei den Leuten von den anderen Kanälen auch immer vorbeischauen, gucken, wie es bei denen so läuft und alles. Natürlich, ich denke, da bauen sich jetzt auch im Laufe ein paar Freundschaften auf. Und ich würde mich auch bei allen Leuten, die jetzt gerade hier das Video gucken, mal über ein Abo freuen oder über eine Bewertung und wie die das Projekt hier finden. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir im Moment hier schon sind. Ob wir schon volle Spieleranzahl erreicht haben. Mit diesem Projekt. Beziehungsweise ich sag jetzt wir. Ich bin ja nicht Veranstalter dieses Projekts. Und ich denke, es ist auch mal ganz schön, nicht immer alles, naja, was jetzt zu veranstalten. Immer der zu sein, über den so gut wie alles läuft. Denn ich leite ja auch den Kanal und ich kümmere mich um viel. Marc natürlich auch. Marc kümmert sich auch um tierisch viel und deshalb auch vielen Dank an Marc. Und deshalb finde ich es auch, denke ich mal, ganz cool, wenn man irgendwo anders mal mitmachen kann. Guck mal, unten ist ein Apfel. Den hole ich mir. Way, ich habe einen Apfel. Way. Ich könnte mir daraus einen Goldapfel machen, wenn ich Gold hätte. Ich habe kein Gold. So, also hier werde ich jetzt eine Brücke rüber bauen. Oder, nein, bessere Idee. Ich baue mich erstmal nur so einfach mit einem Kackstift drüber, den ich jetzt jedoch direkt wieder abziehen werde. Denn ich habe Folgendes vor jetzt. Ich werde mich erstmal nur auf dieser Insel aufbauen, so ein bisschen Skyblock-mäßig. Ich habe hier alles, okay, außer Essen. Mal gucken, ob ich Samen bekomme. Sonst muss ich mich erstmal noch von Äpfeln ernähren. Guck mal, da habe ich sogar einen Samen bekommen. So, damit keiner moppert, dass das hier hässlich ist, baue ich das ganz natürlich auch wieder ab. Und dann werde ich jetzt, wie gesagt, mich auf dieser Insel so ein bisschen ansiedeln. Und ich denke, so ein bisschen abgelegen zu wohnen ist auch ganz cool. Dann kann ich so von oben auf alles runterschauen. Vielleicht mache ich dann noch auf der Unterseite dieser Insel noch so eine Glasplatte hin, dass ich einfach runtergucken kann. Ach, dafür fehlt natürlich Sand. Kacke. Das ist das Einzige, was ich nicht auf dieser Insel habe. Sand für Glas. Aber ich denke, das passt auch schon. Ich brauche ja am Anfang vielleicht noch nicht unbedingt so Glas. Aber dann denke ich, es war es erstmal mit dieser Aufnahme. Ihr habt die kleine Einführung gesehen. Ich glaube, ab nächstes Mal gibt es dann erstmal eine kleine Speed-Folge, wo ich nicht gerade dabei live kommentiere. Ist ja auch schwer bei einer Speed-Folge. Speed-Folge heißt halt für mich, dass ich in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit für euch alles abspiele. Hat auch halt damit so auch zu tun, dass ich noch andere Projekte habe. Ich hoffe wirklich, dieses Projekt wird in HD hochgeladen, denn das ist auch im Moment mein Ziel. Und für dieses Projekt, da habe ich gesagt, ich werde versuchen, alles in HD hochzuladen. Dafür wird dieses Video nicht ganz gerade heute rauskommen und vielleicht auch immer ein bisschen verspätet. Aber ich denke, das werde ich schon hinbekommen. Und jetzt langsam von den vielen Reden bekomme ich jetzt Durst und ich hüpfe nur auf den Bäumen herum. Ich hätte sie eigentlich viel besser abschlagen können. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und vergesst nicht, eine Bewertung da zu lassen, uns ein Like zu geben oder einfach mal andere Videos von uns anzuschauen. Ihr könnt uns auch auf Facebook liken, überall findet ihr alles und ach, ich mache jetzt schon wieder zu viel Werbung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.